Bevor das Unboxing vom Yumi Touch losgeht, noch eine kurze Ankündigung von mir. Ich programmiere seit einigen Monaten an einem eigenen Spiel, Ultimate Starship Battle, kurz USB 1.1. Ich werde das Spiel in den nächsten Wochen rausbringen und das könnt ihr dann käuflich erwerben. Nicht nur für euren eigenen Spaß, sondern auch um damit meinem YouTube-Channel ein wenig zu unterstützen, denn die Geräte, die müssen ja auch angeschafft werden. Das kostet alles einen Haufen Geld, dafür bekommt ihr Informationen aus erster Hand und wenn ihr mich da ein bisschen unterstützt, dann wäre das doch was. Ich werde in den nächster Zeit dann auch die ersten Videos zu dem Spiel rausbringen, da könnt ihr euch dann einen kleinen Überblick auch darüber verschaffen und später folgt dann auch noch eine Version für iOS oder Android und bis dahin, stay tuned. Nun zum Yumi Touch. Hallo Leute, endlich sind sie da. Bio-Reiswaffeln. Nein, wie die Überschrift verrät, geht es heute natürlich um das Yumi Touch. Es hat eine ganze Weile gedauert, ehe ich das Gerät endlich erwerben durfte. Mein erster Verkäufer musste den Kauf leider abbrechen, da Yumi wohl Schwierigkeiten hatte. Letztendlich habe ich es dann über England bezogen. Das Yumi Touch ist praktisch der Nachfolger vom Yumi Roam. Dieses Gerät hatte ich auch in meinem Review schon vorgestellt. Ebenfalls das Yumi Roam X, die abgespeckte Variante vom Yumi Roam. Und beide Geräte hatten soweit ganz gut abgeschnitten, wiesen aber immer noch Schwächen auf. Und wir können gespannt sein, ob Yumi mit dem Touch diese Schwächen ausgebügelt hat. Das klären wir allerdings nicht heute. Heute wird das gute Stück nur ausgepackt. Ich werde es dann in den nächsten Tagen als mein tägliches Gerät benutzen und dann werde ich in einem finalen Review festhalten, ob Yumi hier die Schwächen ausgebügelt hat oder eben nicht. Wollen wir also mal gucken, was Yumi uns hier beschert hat. Ich habe das schon geöffnet und da haben wir als allererstes offensichtlich wurde ein Verpackungsmaterial gespart. Das Gerät. Und aus Gründen noch immer einzeln das Netzteil. Das boxen wir mal zuerst an. Netzteil. So, die Verpackung ist ein bisschen aufwendiger. Das kann man hier erstmal aus so einem kleinen angeschrägten Karton rausziehen. Machen wir wieder Schütteltechnik hier, bevor wir dran rumzerren. Das sieht's doch nicht. Ja, da kommt es mir ja schon entgegen. Also haben wir hier das Gerät. Link to the World. Sehr schick. Was ist denn das? Achso, das war ja vermutlich mal so drinne. Ja. Ah ja, da haben wir das Tool, um den SIM-Kartenschacht dann zu öffnen. Das ist ganz wichtig. Sollte auch nicht unbedingt wegkommen. Und dann haben wir hier kleine vermutlich mal so eine kleine Anleitung. Naja. Was haben wir denn noch Feines? Da haben wir hier das USB-Kabel extra in einen Karton verpackt. Ein Micro-USB-Kabel. Um das Gerät dann zu laden bzw. am Computer anzuschließen. Was haben wir hier in den kleinen Karton? Hä? Okay, noch ein Ladegerät. Obwohl wir doch hier schon eins drin hatten. Gehen wir den nochmal noch ein bisschen auf den Grund und packen das hier aus. Okay, das ist ein Ladegerät für amerikanische oder chinesische Steckdosen. Das ist jetzt natürlich die Frage, warum ich das hier extra geliefert bekommen habe. Wahrscheinlich, weil ich es aus England bestellt habe und die da keine deutschen Steckdosen haben. Und dann kommt das ja extra daher. Wäre jetzt meine Vermutung.
Okay, also Yumi liefert weder ein Headset noch eine Display-Schutzfolie oder ein Hardcase oder irgendwas anderes dazu. Es gibt nur das Gerät, das Datenkabel und das Netzteil, also hier ganz spartanische Ausführungen. Das ist natürlich alles nicht so das Drama, solange das Telefon super ist. Die Folie hier abziehen. Und da sehen wir das Gerät dann in voller Pracht. Soll sich mal ein bisschen Licht baden. Das ist ein Metall Unibody. Hier unten, ich würde mal vermuten, ja, das fühlt sich ein bisschen wie Plastik an, weil darunter dann die Antennen sind. Der Rest ist offensichtlich Metall, die Vorderseite ist natürlich hier komplett aus Glas. Schauen wir uns das Gerät doch mal etwas aus der Nähe an. Da sehen wir hier auf der Frontseite ein LED-Flash, also ein Blitzlicht für Selfies. Ich habe bisher noch nie einen brauchbaren LED-Flash auf der Frontseite gesehen. Die sind meistens viel zu dunkel. Bin mal gespannt, ob Yumi das hier mal ändern kann. Direkt daneben haben wir einen Sensor, vermutlich fürs Umgebungslicht. Dann haben wir die Hörmuschel und rechts oben dann die Frontkamera. Man sieht, dass eine Display-Schutzfolie hier schon vorinstalliert ist. Allerdings hat das Yumi nicht sehr sauber hinbekommen. Hier sind überall Blasen drauf. Das ist aber von Gerät zu Gerät natürlich unterschiedlich. Muss bei euch nicht auch so sein. Der rechten Seite, besser gesagt auf der linken Seite, haben wir dann hier den Schacht für die SIM-Karten. Da brauchen wir dann auch das Tool, was ich vorhin gezeigt habe, diesen Piekser. Auf der unteren Seite haben wir hier den Micro-USB-Anschluss zum Laden oder um das Gerät mit dem Computer zu verbinden. Daneben haben wir hier ein Mikrofon und dann auf der unteren Seite hier direkt den Lautsprecher. Schön groß. Bin ich mal gespannt, was der leistet. Was Sie hier sehen, diese Trennung hier zwischen dem Gehäuse und dieser Kappe. Das ist dafür da, weil darunter sich dann die Antennen befinden. Die Kappe ist vermutlich aus Plastik. Wenn es aus Metall wäre, würden die Antennen gedämpft werden und das wäre dann nicht so toll für den Empfang oder für das WLAN oder für den Bluetooth. Wir haben hier dann das Yumi-Logo, das ist nur aufgedruckt. Drüber den Doppel-LED-Flash. Was der kann, das kläre ich dann auch noch im Test und drüber natürlich die Kamera. Die Kamera, die steht hier leider vom Gehäuse etwas ab. Das heißt, wenn das Gerät dann mit der Rückseite auf dem Tisch beispielsweise liegt, dann dürfte das kippeln. Der Übergang hier von den Unibody auf diese Kappen hier, der ist nicht sehr genau. Da haben wir hier eine kleine Delle, wir haben auch Spaltmaße, das gefällt mir nicht so. Da hätte Yumi die Verarbeitung etwas besser machen können, denn das Gerät kostet zwischen 150 und 170 Euro, je nachdem, wo ihr es bekommt. Und dafür erwarte ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr. Wir haben hier die Lautstärke-Wippe, laut und leiser. Und drunter den An-Ausschalter. Die Verarbeitung ist hervorragend. Der Druckpunkt ist super. Die Tasten sitzen und wackeln nicht. Da haben wir noch einen großen Kritikpunkt, den ich bisher immer gelesen hatte. Und zwar der Home-Button, der auch gleichzeitig der Fingerabdrucksensor ist. Der knarkst spürbar und sitzt auch nicht so gut. Ihr hört's vielleicht sogar schon. Die Taste ist nicht sehr gut verarbeitet, sie sitzt auch nicht sehr gut. Das ist ein ziemlich offensichtlicher Mangel, wo ich mich frage, ob Yumi seine Geräte denn nicht testet, denn sowas hätte man doch spielerisch besser machen können. Die Verarbeitung finde ich soweit okay, hat sich gegenüber dem Yumi Roam nicht tatsächlich verbessert. Ich würde sogar behaupten, dass die Verarbeitungsqualität vom Yumi Roam etwas besser ist. Die gewählten Materialien haben sich jedoch verbessert und die technischen Spezifikationen können sich auch sehen lassen. Denn Yumi hat jetzt einen MediaTek MT6753 Octa-Core-Prozessor verbaut. Was der kann, das wird später AnTuTu Benchmark für uns herausfinden. Besonders ist natürlich auch, dass hier Android 6.0 bereits auf dem Gerät läuft und es gibt noch nicht viele Geräte, die mit dem aktuellsten Betriebssystem von Google ausgestattet sind. Des Weiteren beglückt uns Yumi mit 3 GB RAM und 16 GB ROM. Das bedeutet 3 GB Arbeitsspeicher und 16 GB Festspeicher. Des Weiteren werden 2 Micro-SIM-Karten unterstützt oder eine Micro-SIM-Karte und eine SD-Karte. Bemerkenswert ist auch der Akku, der mit 4000 mAh wirklich sehr stark ist. Und natürlich auch das Display. Das ist 5,5 Zoll groß und löst mit Full HD auf. Das bedeutet 1920 x 1080 Bildpunkte. Die Hauptkamera, die löst mit 13 Megapixel auf und wird von Sony gesponsert. Die Frontkamera hier, die löst mit 5 Megapixel auf und kommt von Hynix.
Des Weiteren unterstützt das Gerät Wi-Fi ABGN. Wir können mit 5 GHz WLAN verbinden, Bluetooth 4.1, A-GPS und natürlich LTE. Auch das Band 20, das in Deutschland noch sehr verbreitet ist, sollte also hier mit jeder Karte möglich sein. So, machen wir das Gerät mal startbereit. Dafür brauche ich jetzt natürlich noch meine SIM-Karte. Die hole ich mir hier aus meinem Landbo raus. Das habe ich jetzt gerade in den letzten Tagen verwendet. Da kriegt ihr dann auch demnächst ein Review mit dem Testen des Gerätes. Bin ich jetzt soweit durch. Nun ist erstmal das Yumi Touch dran. So, hier also die SD-Karte, die wir einlegen müssten, dürfen können. Und dann hier meine SIM-Karte. Dann brauchen wir diesen Piekser. Ist reingepiekst, aber es passiert nichts. Jetzt ist er mit rausgekommen. So, da haben wir meine Nahaufnahme. So, also wir können jetzt entweder zwei Micro-SIM-Karten einlegen oder eine Micro-SIM und eine Micro-SD. Wir nehmen in unserem Falle jetzt eine Micro-SD-Karte und eine Micro-SIM. Wir fangen mit der Micro-SIM an. Das sind hier so angeschrägte Ausbuchtungen, damit das Ganze nur in eine Richtung passt. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt nicht die Gebrauchsanweisungen durchgelesen. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen raten, wie die SD-Karte reinkommt. Und das ist wieder unglaubliches Gefummel. Das ist so unklar. Dabei muss ich alles so halten, dass es scharf bleibt. So. Okay. Na, komm schon. Okay, ich würde vermuten, dass es dann so aussehen muss. Links die SD-Karte, links die SIM-Karte, rechts die SD-Karte. Jetzt muss ich das Ganze so, wie es ist, wieder in den Schacht hier, wo ist denn der? Hier. Reinfummeln. Das kann auch noch scharf stellen. Und das sieht doch ganz gut aus. Ich habe das Gerät jetzt auch zum ersten Mal in der Hand. Da dauert das halt erst ein bisschen länger. Okay, also wir haben hier rechts den An-Ausschalter. Den halten wir jetzt einfach gedrückt. Bis es losgeht. Und dann werden wir jetzt auch ganz schnell feststellen, ob das Einlegen der Karten auch richtig geklappt hat. In der Zwischenzeit können wir noch ein bisschen was zum Gerät hier verlieren. Und zwar ein paar Daten noch über die Haptik. Ich finde, dass durch die Rückseite und durch die Form, es liegt nicht sehr gut in der Hand, finde ich. Es ist ein bisschen rutschig, es kann einen schnell aus der Hand gleiten, was natürlich auch daran liegt, dass es mit 190 Gramm nicht gerade besonders leicht ist. Es liegt ziemlich schwer in der Hand. Das liegt sicherlich auch an dem ziemlich großen Akku, der sehr leistungsstark ist. Und wir haben eine Stärke von 8,5 mm. Damit gewinnt das Yumi auch nicht gerade einen Blumentopf. Aber dafür sind die technischen Daten natürlich ziemlich beeindruckend. Das muss ja alles auch irgendwo hin. Und siehe da, das ist schon gestartet. Also der Bildschirm, der weist auf den ersten Blick zugefallen. Lieber Gunde. Okay. Deutsch. Das überspringen wir jetzt mal. Es ist jetzt der Einrichtungsassistent. Ich überspringe den ganzen Quatsch. Ihr könnt natürlich dann die entsprechenden Angaben machen. Auch einen Fingerabdruck machen wir jetzt erstmal nicht. Das kommt dann alles im Review dran. Ja, wir überspringen. So, und hier überspringen wir auch. Und schon sind wir hier im Android 6.0. Und das Erste, was auffällt, irgendwie sieht es aus wie Android 5. Da muss ich selbst erstmal schauen, was hier überhaupt neu ist. Auf den ersten Blick erschließt sich das mir jetzt erstmal nicht. Mal Benachrichtigungsleiste, da kann man hier die...
Da haben wir hier die SMS, New Data Detected und die SD-Card Detected. Oh, das klingt doch alles ganz gut. Konfigurationsmitteilung. Bla 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 bla, brauchen wir alles nicht. Wenn wir das hier weiter runterziehen, kann man die Schnelleinstellungen hier, was an Lollipop auch schön gewöhnt sind. Der Akku hält noch eine Weile, auf jeden Fall für das Unboxing hier. Was passiert, wenn wir hier gedrückt halten? Da kommen wir in den Task Manager. Oh, wir haben hier einen Button, um alle Programme auf einmal zu beenden. Das fehlte jetzt irgendwie bei den letzten Geräten immer und das ist extrem nervig. So, was können wir hier jetzt auf den ersten Blick noch ganz schnell in den letzten Minuten, die wir hier im Unboxing noch haben, noch erkunden? Kurz ins Menü reingehen. Mehr klingt immer gut. Tethering, Mobile Hotspot. Das sind die Sachen, die wir doch alle schon kennen. Ich will irgendwas Neues sehen, irgendwas Yumi-Tolles. Da können wir unsere Konten einrichten, unsere Sprache einstellen. Aber das ist ja alles schon auf Deutsch, das konnten wir ganz am Anfang machen. Smart Wake ist wieder dabei, das finde ich super, das mache ich auch direkt an. Double Click to Wake Up Screen. Das sind Gesten, sogenannte Offscreen-Gesten, also Gesten, die benutzt werden können, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, also im Standby natürlich. Zum Beispiel auf den Display zweimal drauf tapsen und ich kriege schnell irgendwelche Nachrichten vom Provider. Und schon wird das Gerät aktiviert. Und das geht wunderbar. Taps, taps und schon sind wir hier im Sperrbildschirm. Zack, entsperrt und los geht's. Draw up to unlock. Noch praktischer. Probieren wir auch gleich aus. Einmal nach oben gezeichnet und es passiert gar nichts. Nochmal. Jetzt sind wir drinnen. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, wie genau das Gerät die Gesten interpretiert und wie genau man da jetzt sein muss. Also ich finde Double Tap, das geht auf jeden Fall hervorragend und läuft. Also ich muss sagen, also der Home-Button ist wirklich eine Katastrophe. Den benutzt man ja richtig ungern. Klick, 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 klick. Nein, aber an den Home-Button soll es jetzt hier nicht scheitern. Ich meine, es gibt ja auch noch andere wichtige Sachen, zum Beispiel die Kamera, die haben wir hier, da sehen wir Holzimitat, so. Na, hell ist sie ja schon mal, aber ich habe auch eine Top-Beleuchtung. Naja, dafür, dass Yumi auch die Kamera groß angepriesen hat, ja, würde ich sagen, ist mein allererster Eindruck, dass es in dem Preisbereich eigentlich eine Standardkamera ist. Aber im Review werde ich natürlich dann ohnehin noch mehr darauf eingehen. Ich werde ein paar Fotos überall machen unter den verschiedenen Voraussetzungen. Dann schauen wir uns die gemeinsam an. Der Play Store ist natürlich schon drauf, wie sich das gehört. Das war beim Yumi ROM aber auch schon so gewesen. Wir haben aber an vorinstallierten Apps allgemein hier wirklich nicht viel. Hier gerade mal eine Seite im App Drawer. Irgendwelche Yumi-eigenen Apps sind hier überhaupt nicht vorhanden. Das ist praktisch das absolute Standardpaket. Im Browser halt schon drauf und ein E-Mail-Client und ein Kalender. Und was haben wir hier noch? News und Wetter. Naja, jetzt natürlich die Frage, die wird sich auch jeder stellen, der mein Review von Yumi ROM und Yumi ROM X gesehen hat, ob das Touchscreen jetzt verbessert wurde oder halt nicht. Denn beim Yumi ROM war das Problem gewesen, dass die Eingaben gar nicht schnell genug aufgenommen wurden, wenn man jetzt ganz schnell in der Mail getippt hat. Also ich glaube, das konnte man beim Yumi ROM nicht machen. Er hätte die Hälfte jetzt schon nicht mitbekommen. Aber ich meine, das Gerät heißt ja auch Yumi Touch. Es klingt schon schwer danach, als ob Yumi den Touchscreen jetzt endlich mal verbessert hat. Denn das würde das Gerät wirklich, naja, in eine gehobenere Liga heben. Okay. Also mein erster Eindruck ist positiv. Was mich stört, ist, dass das Gerät wirklich ziemlich schwer ist. Aber wir bekommen als Gegenleistung einen sehr leistungsstarken Akku, wobei natürlich Milliampere nicht immer alles sagen, denn auch entscheidend ist ja, wie viel verbraucht das Gerät. Denn wenn es extrem viel verbraucht, dann bringt uns der große Akku am Ende des Tages auch nichts. Ich werde das Gerät jetzt die nächsten Tage verwenden, dann werde ich ja feststellen, wie lange es durchhält, wie es mit der Leistung bestellt ist, was die Kamera so alles drauf hat.
Und ob es mir tatsächlich mal aus der Hand fällt und auf den Boden klatscht, denn wie gesagt, ich finde es ein bisschen rutschig und dank des Gewichts ist doch hier ein gewisses Risiko da, dass es uns mal entgleitet. Aber es gefällt mir. Ich werde auch sehen, ob der Home-Button tatsächlich, ob es einen tatsächlich dann richtig stört in der täglichen Benutzung. Ich werde natürlich auch für euch klären, wie es mit den WLAN bestellt ist. Es ist offensichtlich eins verfügbar. Wie das GPS funktioniert, ob das ein gutes oder ein schlechtes Modul ist und wie das Bluetooth funktioniert. Und die Telefoniererei natürlich auch. Kann ja so ein Telefon nebenbei auch noch. Das Display macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Ja, seht es auch gerade. Wir haben hier eine hohe Blickwinkelstabilität. Oh, vor allem, wo das in die Richtung kippt. Das ist ja wirklich ganz fantastisch. Da gibt es ja kaum was zu beanstanden hier. Ne? Gut. Möchte ich das jetzt hier nicht noch groß in die Länge ziehen? Ihr habt jetzt den ersten Eindruck gewonnen. Ich natürlich auch. In den nächsten Tagen wird das Review folgen. Das heißt, in den nächsten Tagen, ich muss ja das Blubo X-Fire 2 erst noch reviewen. Ich habe fast vergessen. Und auch das Lenovo V3G, das ist ja auch noch fällig. Na, da werde ich mich in den nächsten Tagen wohl ganz schön ranhalten müssen und ein Review nach dem anderen rausschieben. Wenn euch das kleine Unboxing hier gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, ich kann Unterstützung gebrauchen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.